Funkensprung. Also, der triggert jetzt auch noch. Tut mir leid. Fang noch mal von vorne an. Boah. Also Kramurks geht mir langsam schon auf den Sack, ne? Pass mal auf, Freundchen. Friss das! Da geht er drunter, mein Freund. Drunter und drüber. Level up! Ich kann da auch noch drin bleiben, ne? Was ist das? Das ist genau da. Der hat bisher nur Flug-Pokémon. Die Musik gefällt mir gerade. Ah, so eine Kampfmusik. Da freut man sich doch drüber, oder? Darüber freue ich mich allerdings nicht über einen Giftzahn. Manchmal hasse ich den Stick. Aber meistens ist er praktisch, deshalb benutze ich ihn weiter. Kein Gift. Jetzt gibt es Funkenschlag. Und du bist weg vom Fenster, hoffe ich doch mal. Nein, aber paralysiert. Auch nicht. Okay, dann kriegst du jetzt trotzdem noch einen Funkensprung. Und das wird dich killen, also. Der Supertrank war schön verschwendet. Dankeschön. Jetzt steht es 1:6. Wenn du jetzt nicht ein Ultra-Pokémon in der Hinterhand noch hast, war es das für dich, mein Lieber. Scharnibel. Wollen wir den Feuersturm testen? Das liegt mir so, das kribbelt mir so in den Fingern, den jetzt zu wählen. Das tut mir leid, Sneevil, ne? Mein letztes Pokémon. Ich bin versucht, einen Feuersturm zu starten. Kein Freeze, ja? Alter, macht das Damage für nicht effektiv? Oh ja. Oh Junge! Komm, töte es. Och Mann. Ja gut, aber der Burn, der reicht schon. Dann sollte er aber jetzt gleich fallen. Das Beste an einem Burn ist immer noch, dass der... Ich muss eingestehen, dass mir bei diesem Tempo eine Niederlage droht. Dass der Angriff, also der physische Angriff auch noch gesenkt wird. Automatisch, sobald du verbrannt bist. Deshalb finde ich Feuer-Pokémon schon so ein bisschen praktisch. Vor allen Dingen Irrlicht. Interessant, aber auch etwas merkwürdig. Ich muss sagen, du warst sehr einfach. Ganz ehrlich. Verstehe, du bist tatsächlich stark. Und die Quelle deiner Kraft ist dein Mitgefühl für Pokémon. Welch eine Verschwendung. Solche Emotionen sind nur Illusionen. Und wie alle Illusionen werden sie mit der Zeit vergehen und sich in nichts auflösen. Deswegen habe ich alle diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Dessen ungeachtet bist du stark und mutig, dass du allein hierher gekommen bist. Herkommst. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus, es tut mir leid. Das weiß ich zu schätzen. Hier ist deine Belohnung. Meisterball. Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Er fängt jedes wilde Pokémon ein. Immer. Überall. Aber ich brauche ihn nicht. Im Gegensatz zu euch Trainern sind Pokémon für mich keine Freunde. Und ich verwende sie auch nicht als Werkzeuge wie die anderen vom Team Galactic. Nein, ich eigne mir die Kraft der Pokémon selbst an.
Wenn du die Pokémon der Seen retten willst, verwende den Teleporter. Ich reise jetzt zum Kraterberg. So ist es, zum Kraterberg, wo wir uns das erste Mal begegnen. Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende heraufbeschwören. Nein, ich werde einen neuen Anfang erschaffen. Ich soll den Teleporter zum Kraterberg nehmen? Finde ich aber gar nicht schön. Gut. Hat mich das Ding wirklich direkt dahin befördert? Moment, ich will mich noch heilen. Also, erst heilen, dann dahin. Für unnötige Verbrauche von Tränke möchte ich stets vermeiden. War ja sowieso direkt da hinten. Ich meine, müsste ich jetzt nochmal rausrennen und dann zum Pokécenter und dann wieder hierher? Das wäre eine Qual, aber so... Im Grunde genommen wäre es keine Qual. Ich habe ja Fluchtseil. Aber egal. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind doch nicht so ganz stark unterlevelt. Ich werde es einfach mal weiter versuchen, bis ich auf die Fresse fliege. Ihr kennt mich, ja? Das habe ich beim ersten Let's Play von Pokémon auch gemacht. Feuerrot oder so. Da bin ich ja gegen Lorelei hart gescheitert. Aber bis dato hat es doch immer gepasst. Oh, diese Musik, ne? Die ist creepy. Ich habe Team Galactic unterstützt, aber das hier geht zu weit. Was ist das? In der grünen Flüssigkeit ist etwas. Was ist das? Ist das Klone? Ich kann nichts zu unserer Verteidigung sagen. Aber was wir da geschaffen haben, wohin soll das alles noch führen? Was zum Teufel habt ihr gemacht? Zelfe ist hier eingesperrt. Die Augen sind zugekniffen. Es hat Schmerzen. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten. Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Versuch's mal, mein Freund. Oh oh. Kadabra finde ich gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht lustig. Lichtschild. Natürlich kannst du Schockwelle. Das wird doch noch verflucht wehtun. Oder auch nicht. Ja gut, wenn du nur Schockwelle kannst, dann mach das weiter, weil ich habe Spukball. Und du wirst mir jetzt noch weniger abziehen, mein Freund. Bestimmt nur noch die Hälfte von dem Schaden, was ich gerade gefressen habe. Oder noch weniger. Ja, der Schaden, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Oh. Itemsperre. Nein. Okay. Du hast es so gewollt. So, jetzt habe ich die Initiative in der Hand. Was bringst du für ein Pokémon rein? Bronze, ja? Ich hasse Bronze und die Entwicklung noch mehr. Deshalb frisst du einen Feuersturm. Bitte sag mir, dass es das war. Ich
hasse Bronze. Das wollte ich hier nur mal gesagt haben, ne? Mann. Ernsthaft. Diamant-Edition ist die Verwirr-Edition. Du kommst mir nicht davon. Fress Glut. Bitte triff. Dankeschön. So will ich das sehen. Das ist eine Meisterleistung. Eigentlich wäre es ja schon in der letzten Folge kaputt gewesen, aber was nicht ist, das ist nicht. Toxic-Bug. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich platt zu machen. Erschaudert. Erschaudere mal. Kannst du ja zuerst angreifen. Das ist unlustig. Ja gut. Ich habe trotzdem noch eine Geheimwaffe in der Hinterhand. Oh ja, und diese Geheimwaffe, die hat Bums unterm Hintern. Ja, Nahkampf wird da wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Wir machen einfach mal fliegen. Ja, das ist gut ausgehalten. Warum ist das so schnell? Kreuzschere hast du auch noch, ja? Fliegen! Geht doch. Ja, so viel dazu, ne? Staraptor macht's. GZW Stella. Du bist stark, Kind. Trotzdem bedauere ich Menschen wie dich. Arg, warum bist du so stark? Aber ein Wortspiel. Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Und wie? Den Knopf drücken und die Pokémon befreien? Ja. Drück den Knopf und befreit die Pokémon. Unser Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er, um etwas auf dem Kraterberg zu fangen. Aber mehr weiß ich nicht. Wer weiß, was er da oben wirklich vorhat. Das ist nicht gut. Sind die jetzt alle abgedüst? Alle abgehauen. Jetzt ist das Ding auch auf. Kraterberg, hat er gesagt. Okay, oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dort sogar eine versteckte Maschine. Tja, Team Galactic ist mittlerweile futsch, mein Freund. Fujikato. Die Frage ist ja, sollen wir uns das legendäre Pokémon dann auch noch ins Team holen? Ich meine, schlecht finde ich es jetzt nicht. Zu meinem Lieblings-Pokémon zählt es definitiv nicht. Aber schlecht ist es auch nicht. Das ist halt hier die Frage der Fragen. So, wir fliegen denn auf jeden Fall zum Kraterberg hinterher. Da kenne ich nix. Wo war der Kraterberg? Ha, schon direkt gefunden. Auf nach Herzog. So, wie kommen wir zum Kraterberg? Ich habe keine Ahnung. War hier nicht... Oh naja, das war ja mit dem Abschnitt. Wie komme ich hier weg? Irgendwie sind meine Hände... Boah. Es ist ordentlich warm gerade. Du.
Das war ja die... Vergesse ich jedes Mal, dass man hier auch noch absteigen muss. Machen wir gerade mal Schutz an, weil ich habe keine Lust hier. Hier dürfte ich ja schon den meisten Teil haben. Das Positive ist hier auch... Warte mal.